Dann gehen wir mal nach oben zu Lemmy, ein kleiner Charakter. Wo haben wir denn noch ein Ausrufungszeichen? Das hier, dann machen wir da irgendwie mal Metallreifen drauf und nehmen die Blume. So. Servus Leute, Porsche ist wieder am Start. Herzliches Willkommen zurück, MK8 Winning Part Nummer 9. Ich habe vergessen, den Charakter zu wechseln und dann bin ich Erster geworden. Ist das nicht wieder lächerlich? Naja, egal. Aber was soll's, jetzt haben wir den Charakter gewechselt und werden damit das nächste versuchen. Das nächste Wunder. Guck mal, jetzt bin ich ein Zwerg, kann jetzt erst recht überall hingekickt werden. Macht das alles ein bisschen schwieriger, aber machbarer. Außerdem habe ich doch ein schönes Bike hier mit den Bären oder so. Aber okay, Metallreifen und sowas. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal damit anfreunden müssen, so oder so. So. Okay. Okay. So, versuchen wir das jetzt mal. Eins. Nee, verdammt, daneben. Das war schlecht. Das war sehr, sehr schlecht. Ich bin runtergeflogen sogar, deswegen, naja. Gut, lass was mit skilliges Fahren sein, ne? Bringt ja sowieso nichts, wie wir sehen. Kannst den Gegner irgendwie in der Luft treffen oder so? Nö, ne? So. Oh, guck mal, ich habe sogar jemanden mit dem grünen Panzer noch getroffen, den ich da einfach in der Luft abgeschossen habe. Ja, klar. Ich werde von einem Gegner, von einer Pflanze gefressen, ja, der gerade von unten wieder hochgehoben wird und deswegen fliege ich runter. Wo ist da bitte schon die Fairness? Normalerweise müsste ich den Controller dafür in die Ecke schmeißen. Na, egal. Domi, ist das Domtendo? So. Das ist natürlich nicht Domtendo. Ich glaube, der ist wirklich Domtendo. So. Ja. Was? Gerade wo ich alles einsetzen wollte, kommt ein blöder Blitz. Jetzt hat jemand hinter mir den Stern gekriegt. Mann. Hm, fährt mich direkt. Ja. Okay. Oh Mann, da habe ich einen Fahrfehler des Todes gemacht und werde direkt dafür geraped. Oh Gott. Normalerweise hätte der Gegner jetzt getroffen werden müssen. Guck mal, David hat mit seinen roten Panzern gewartet, bis ich vor ihm bin, damit er mich damit abschießt. Sehr gut. Zwölfter wieder. Also man muss hier richtig für eine gute Platzierung kämpfen, ne? Oder für eine relativ einstellige Platzierung in dem Moment. Guck mal. Ich bin so ein Fliegengewicht, dass hier einfach nichts möglich ist mit diesem Charakter. Unfassbar. Oh Mann, Zwölfter. Die erste Runde startet super geil, nachdem ich eben Erster wurde. Mit einer letzten Platzierung irgendwie. Ja, und dann wäre ich noch in der Luft angegriffen, ne? Natürlich. Unfassbar einfach. Zehnter Platz? Zehnter Platz. Gibt erstmal schön Minuspunkte. Naja. Excite Bike. Auch wieder so eine Map. Nette Idee. Aber aus einem 2D-Racer von links nach rechts irgendwie eine Map zu machen, die 3D ist, ist ein bisschen schwierig, oder? Weil so richtig sehe ich den Sinn nicht. Über die Hubble hier drüber fahren und sonst nichts. Guck mal, ich wurde wieder so von Gegner. Ich bin einfach nur geradeaus gefahren. Bin so gegen den Gegner gefahren, dass ich einfach bis in Schlamm reingeschoben wurde. Geil. Mario Kart, Dankeschön. Das ist so schön. So, jetzt fahre ich wieder nur geradeaus. Naja, ich muss mich mal ein bisschen ausrichten. So, okay. Und schon wieder von dem Gegner in die Banane gekickt worden, ja. Ach ja. Ich merke auf jeden Fall schon diese leichten Charaktere später noch mit Baby Mario und Baby Luigi und sowas. Da werde ich echt Spaß dran haben, ne? Ja, das auf jeden Fall. Okay. Ja, komm, einfach mal einen Boomerang nach vorne. Hui. Hui. Jetzt vorne. Cool, einen habe ich getroffen. Der gerade mit seinen Pilzen hier die Abkürzung nehmen wollte. Hat natürlich nichts gebracht, weil er halt seine Pilze hat und deswegen die Abkürzung nehmen konnte. Und ich krieg den roten ab. Stimmt. Sobald Porsche versucht nach vorne zu kommen, muss ein Item auf ihn fliegen. Das ist normal. So. Okay. Ja, schieb mich in Matsch. Dankeschön, Spiel. Also. Oh Mann, ey.
So, Sarah, geh beiseite. Ich muss den David attackieren. Der hat mich eben auch attackiert. So. Und da kommt direkt die Retourkutsche deswegen. Und die doppelte Retourkutsche kommt deswegen. Alle guten Dinge sind drei, oder? So ein bisschen langweilig, wenn ich nur zweimal getroffen werde. So, achter Platz. Und ich schaffe es, zwischen Items durchzufahren, anstatt da rein. Naja, egal. Und eine rote für mich. Yeah. Also man muss ehrlich sagen, so grundsätzlich falsch gemacht habe ich eigentlich nichts in dem Spiel. Oder in der Runde hier. Das ist einfach nur, weil ich klein bin und gerappt werde, werde ich hier durch die Gegend gekickt. Wer bekommt doch noch das Item geklaut? Elfter Platz. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Kumu-Weide. Wenigstens mal irgendwie eine Map, wo ich nicht hin und her gecrashed in irgendwas reingerammt werde, glaube ich. Außer in die Kühe vielleicht. Also in die Rosis. Naja, wie dem auch sei. Wir werden natürlich wieder unser Bestes versuchen, ne? Was anderes können wir sowieso nicht machen. So. Okay, einmal hier mit dem Turbo drüber. Okay, alles klar. Das habe ich davon, wenn ich natürlich nach vorne komme. Ich krieg direkt eine rote in den Nacken. Ja, geil. Spiel, warum? Na, egal. Was soll's. So, sechster Platz. Oh, die Bombe, die lag da aber anscheinend ganz gut, weil da sind schon ein paar Leute reingefahren, wie es aussieht. So, vierter. Jetzt krieg ich den Boomerang über den Kopf, ne? Nee, krieg ich nicht. Und er ist zum Glück weg. Puh, sehr gut. So, er kann jetzt ein bisschen knapp werden mit den Reingekicke hier. Das Item lässt sich wieder besonders viel Zeit. Oh, das ist gut, das ist sehr gut. So, einmal hier rüber. So, jetzt gib mir bitte ein Defense-Item. Dankeschön. Oh nein. Ich habe eigentlich auf Driften gedrückt, aber ich bin nicht zum Driften gekommen, Mann. Okay. Ja, ich fahr wie eine besenkte Sau irgendwie. Die Runde ist überhaupt nicht gut. Die ist nicht gut. Vierter, dritter. Ja gut, drei Grüne. Ich weiß ja nicht, ob die mir jetzt noch was bringen. Wenn ich so einmal quer rüber schieße. Oh, da habe ich getroffen. Cool. Aber den nicht. Schade. Okay, wieder drei Grüne. Drei Bananen. Naja, okay. Jetzt? Ja, gut. So eine blaue wäre jetzt eigentlich nicht schlecht gewesen. Ah, egal, hätte sowieso nichts gebracht. Zweiter Platz. Kumu-Weide halt, ne? Oder mein Pech, weil ich so klein bin. Das ist echt übel. Deswegen spiele ich die kleinen Charaktere nie. Auch nicht die großen. Ich spiele immer das dazwischen. In dem Moment halt Inkling, ne? Hauptsächlich. Egal, auf geht's in die letzte Runde. Die letzte Runde ist die Mario Metro Station. Spiegelverkehrt. Vielleicht ist das wieder ein Zeichen. Den letzten Part konnten wir ja auch so beenden, ne? Mit einem spiegelverkehrten Rennen, das ich dann da gewonnen habe. Vielleicht bin ich, was Spiegel angeht, ein bisschen besser als die anderen Online-Gamer und schaffe deswegen Platzierung Nummer 1. Oder ich hatte in dem Moment einfach Glück. Auf jeden Fall kommt schon die erste rote für mich. Okay, alles klar. Ich hatte in dem Moment Glück, weil so viel Pech wie ich kann man irgendwie nicht mehr haben in dem Spiel. Okay, so, vierter. Dritter. So, der Grüne nach vorne. Eigentlich wollte ich damit treffen, aber ich bin nicht so gut im grünen Treffen. Okay. Hä, was war denn das jetzt? Ich habe doch ein Item am Arsch kleben, oder? Hat man doch eindeutig gesehen, oder? Naja, egal. So. So, schicken wir den in die Bombe rein. Sehr schön. Wow. Rosi ist auch in eine Bombe rein. Und da vorne ist jemand. Verdammt, ey. Oh Mann. Da kam auch direkt die Retourkutsche, da ich Rosi abgeschossen habe. Schieße direkt nochmal ab. Aber diesmal hat sein Item am Arsch kleben. Auch wenn es aussah, dass sie getroffen wurde, ist es halt Mario Kart, ne? So. So, und ich kriege natürlich eine rote. Guck mal, es fahren so viele Gegner an diesem Typen vorbei. Ich war sogar einer der ersten, der vorbeigefahren ist. Aber die rote trifft mich. Wieso? Wieso ist diese Spiellogik so aufgebaut, dass Porsche als erstes getroffen wird? Ja, komm, wenigstens mal ein bisschen Fairness. Dankeschön.
Ja, das war jetzt nicht so nett rausgelassen. Ein bisschen weiter davor wäre schon schöner gewesen, aber alles im grünen Bereich. Durch die Turbos habe ich mich jetzt auch ein bisschen nach vorne schießen können. Warum Rosi jetzt schneller war als ich, keine Ahnung. Oder warum sie mich so getroffen hat, ist mir auch ein Rätsel. Aber gut, ich kann es nicht ändern, es ist so passiert. So, nehmen wir noch hier die beiden Items mit. Das Fahrverhalten war jetzt eigentlich relativ gut. Damit habe ich auf jeden Fall eine gute Platzierung verdient. Aber guck mal, der erste ist so weit vorne. Na gut, das wird nichts mehr. Wir sind noch hier. Oh nein! Mario Kart! Wieso? Wieso?